Hallo zusammen, schön, seid ihr wieder dabei. Das Mal machen wir meine absolute Lieblingsweihe. Und zwar gibt es Kirscheweihe, die nicht nur geschmacklich top ist, sondern ich zeige euch auch noch, wie man so ein cooles, gewobenes Muster machen kann, oben drauf, damit sie auch optisch so richtig etwas hergibt. Wie das Ganze funktioniert, zu dem jetzt gerade, wie immer, zeige ich euch als erstes gerade mal die Zutaten, die ihr braucht. Das sind Zutaten für eine runde Weihe. Für den Boden und den Deckel brauchen wir 550 g Mehl, 2 Teelöffel Salz, 200 g Butter, 2 bis 2,5 Deziliter Wasser und ein Ei zum Bestreichen. Für die Weihe brauchen wir 700 g Kirsche, am besten natürlich frische. Falls ihr mal außerhalb der Saison eine Kirscheweihe backt, dann nehmt ihr die gefrorene Kirsche, die müsst ihr aber sehr gut abtropfen lassen. Und nach dem Abtropfen sollten sie so etwa 600 bis 700 g schwer sein. Für den Guss braucht es 2 Eier, ein Päckchen Vanillezucker. Ich habe den falschen Zucker gekauft, das ist jetzt ein Vanillinzucker, lasst mich aber nicht rausbringen. Wir brauchen eigentlich wirklich den Vanillezucker. 2 Esslöffel normalen Zucker und 1,7 Dezibel Vorrahm. Für den Teig vermischen wir zuerst Mehl und Salz kurz. Dann kommen wir Butterstückchen dazu, die wir schon mal gut verkneten und verreiben mit dem Mehl. Am Schluss kommt noch das Wasser dazu und diese Art von Teig sollte man nicht zu lange kneten. Nur so lange, bis es eine gleichmäßige Masse ist. Und die muss ich jetzt im Kühlschrank eine halbe Stunde bis eine Stunde ruhen. Unser Teig ist jetzt ready aus dem Kühlschrank zum Verarbeiten. Da halbieren wir ihn das erste Mal. Die erste Hälfte zu einem möglichst regelmässigen Kreis auswählen. Wichtig, er sollte natürlich etwas grösser sein als nur der Boden, weil der Teig sollte am Schluss bis zum Rand auflängen. Der Teig kommt ins Blech, den Rand gleichmässig oben abschneiden. Und der wird jetzt schon mal bei 200 Grad etwa 4 Minuten vorgebacken. Der zweite Teig wird ebenfalls ausgewählt. In regelmässige Streifen geschnitten. Und jetzt machen wir noch schnell den Guss. Für den Guss tun wir nur den Vorrahm, den Zucker, den Vanillezucker und die beiden Eier gut mixen. Die Kriese auf dem Teigboden verteilen, den Guss drüber. Und jetzt kommen wir zum Weben der Streifen. Das ist eigentlich ganz einfach. Jeder Teigstreifen kommt einmal über einen anderen Teigstreifen, einmal drunter, einmal drüber, einmal drunter. Und am einfachsten geht das für mich, wenn ich immer jeden Zweig Teigstreifen lüpfe, den neuen Teigstreifen quer drauflege und so nachher wieder zurückklappe. Beim nächsten Mal werden genau die anderen Teigstreifen zurückgelegt, der neue Teigstreifen kommt wieder drauf und die werden wieder abgeklappt, bis wir so ein schönes gewebtes Muster haben. Ganz wichtig ist, dass der Rand am Schluss wirklich gut zusammenhält, dass es den Teig nicht läuft. Also schaut, dass ihr einen schönen Abschluss macht. Ich arbeite immer ein bisschen mit Wasser, das klebt super. Und ganz toll sieht es natürlich auch aus, wenn man seinen Kuchen mit schönen Blümchen verziert. Am Schluss bestreiche ich die Weihe bestreichen, dann nehme ich Eigelb, einen Schluck Wasser drin. Schaut, dass man alles regelmässig wirklich bestreichen, dass es auch richtig schön wird. Die Weihe wird im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad zuerst 30 Minuten gebacken. Dann schalten wir die Hitze ab auf 180. Backen das Ganze nochmal 15 Minuten. Und dann ist der wunderschöne Kuchen fertig. Das war es und habe ich zu viel versprochen. Ist doch total einfach. Sieht einfach richtig schön aus und ist so fein, dass ich jetzt endlich essen will. Das heisst, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr schaut bald wieder rein. Tschüss!